Hi, ich bin's, Lenny. Ich zeig dir jetzt, wie du in wenigen Minuten deine eigene Website online bringen kannst. Mit dem WordPress-Hosting-Paket von Strato. Starten wir direkt mit der Installation von WordPress. Im Strato-Kunden-Login meldest du dich mit deinem Benutzernamen und deinem Passwort an. So. Klicke im linken Menü auf den Reiter WordPress und Co. Diese Seite hilft dir bei der einfachen Installation. Entscheide dich jetzt zwischen dem Flexibilitätsmodus, in dem du die absolute Kontrolle über Installation und Updates hast, oder dem Sicherheitsmodus für automatisierte Updates. Allen WordPress-Neulingen empfehle ich Letzteres, denn im Sicherheitsmodus spielt WordPress die Updates automatisch ein. Ein Klick auf Installieren und schon ist deine Softwareversion immer auf dem neuesten Stand, ohne dein Zutun. Du wählst über das Dropdown-Menü deine bereits bestehende Domain aus. In meinem Fall ist das lenny-erklärt.de. Registriere dich jetzt als Administrator und vergib dein Wunschpasswort. Benutzername, Passwort. Überleg dir jetzt einen Titel für deine Website und trage diesen in das Feld Bezeichnung ein. Lenny klärt die Welt. Dieser Titel wird dann öffentlich sichtbar sein. Mit dem Button Fertigstellen läuft die WordPress-Installation an. Jetzt ein wenig Geduld. Ha, fertig. Das war's. Dein Strato WordPress-Abenteuer kann beginnen. Doch bei allem Abenteuer, etwas Sicherheit muss sein. Und dieses S macht den entscheidenden Unterschied. Es steht für SSL verschlüsselt. Aktiviere jetzt dein kostenfreies SSL-Sicherheitszertifikat. Dann werden die Daten zwischen deinem Besucher und deinem WordPress verschlüsselt übertragen. Das ist wie bei einem versiegelten Brief. Kein Dritter kann mitlesen. Gehe einfach zurück zum Strato-Kunden-Login vom Anfang. Auf der linken Leiste findest du den Menüpunkt Sicherheit. Klicke auf Strato SSL und ordne deiner Domain ein freies Sicherheitszertifikat zu. Möge der Webseitenbau via WordPress beginnen. Du fragst dich jetzt sicherlich wo. Geh erneut auf den Reiter WordPress und Co. Da findest du zwei Links. Der eine führt zu deiner Website, so wie Besucher sie sehen, der andere zu deinem Administratorzugang. Klicke auf Login. Nach Eingabe deiner soeben vergebenen Administrator-Login-Daten öffnet sich im Browserfenster dein persönliches WordPress-Dashboard. Hier kannst du alle Einstellungen an deiner Website vornehmen. Sollte sich der Einrichtungsassistent nicht automatisch geöffnet haben, klicke in der linken Leiste auf den Reiter Assistent. Jetzt wird's kreativ. WordPress-Themes, soweit ich mit der Maus scrollen kann. Themes sind Designvorlagen für deine Website. Über die linke Leiste kannst du sie dir in Kategorien anzeigen lassen. Das ist gut. Das ist auch gut. Ah, das ist mein. Den nehme ich. Mit einem Klick auf Installieren präsentiert sich deine WordPress-Seite in einem völlig neuen Gewand. Stark. Du befindest dich jetzt noch in der Vorschau. Hier kannst du deine Seite anpassen. Deine Website geht erst online, wenn du auf Aktivieren klickst. Viel Spaß beim Basteln und Weiterentwickeln deiner Website. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.